Heute Abend findet im Heidelberger Schloss eine Charity-Gala statt zugunsten von RTL. Wir helfen Kindern für die Oma Obama Foundation. Und Silke Beikert ist für uns vor Ort und sie hat Oma Obama auch direkt bei sich. So ist es, Olli. Wir haben uns schon ganz nett unterhalten. Ich freue mich sehr, dass Dr. Oma Obama kurz vor dem eigentlichen Festtag zu uns gekommen ist. Heute Abend gilt es, Geld zu sammeln für Kinder. Warum ist es so wichtig, heute Abend die Menschen, die hier sind, ja, denen den Geldbeutel aufzumachen? Ich glaube, es ist wichtig, weil wir sind ja ein Non-Profit, das heißt, wir sind gemeinnützig. Und wir brauchen das Geld, um das zu machen, was wir machen. Und eigentlich ist es so, dass wir Kinder und Jugendlichen eine Chance haben, ein besseres Leben zu haben. Und ohne diese finanzielle Unterstützung könnten wir das gar nicht machen. Und wir machen ja die harte Arbeit. Man muss nur das Geld aus der Tasche rausholen und wir machen den Rest. Und das ist ja einfach. Hoffe ich sehr, dass Sie heute Abend das auch schaffen. Sautiku heißt Ihre Stiftung. Heißt, Kindern auch eine starke Stimme zu geben. Warum ist es so wichtig, dass sie eine starke Stimme haben? Es ist wichtig, weil unsere Mantra ist, you are your future, du bist deine eigene Zukunft. Das heißt, du musst Verantwortung haben für deine Zukunft. Und ohne Selbstbewusstsein, ohne Selbstwertgefühl kann man wenig machen. Und wenn man eine starke Stimme hat, hat man auch ein gewisses Selbstwertgefühl und hat man auch dieses Selbstbewusstsein. Und damit kann man dann sehr vieles erreichen. Und deswegen fangen wir mit der Stimme an. Dann geht es um die Tat, dass die was machen müssen und dass die gehört werden und dass die dann dazu stehen können, geht es nur über eine starke Stimme. Gestern waren wir schon dabei, als Sie sich ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen haben. Jetzt sind Sie auf dem Schloss. Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Zeit hier in Deutschland, speziell in Heidelberg? Erstens ist es unglaublich. Ich war hier als Studentin, kam wirklich sehr jung hier. Hätte ich niemals gedacht, dass einige Jahre oder ein paar Jahre später ich dann mich ins Goldene Buch eintragen dürfen würde. Und dann auch mit dem Schloss. Wir sind hier gelaufen am Schloss, waren im Sommer hier und haben sehr viel Zeit hier verbracht. Damals war es noch sehr offen, sehr frei. Man dürfte sehr viel mehr als heute. Und jetzt sitze ich hier in dieser festlichen Situation, wo zu Ehren von meiner Stiftung was gemacht wird. Das ist für mich ganz Besonderes. Und wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass es so kommt. Und ich bin so froh, weil mir Heidelberg sehr am Herzen liegt. Und ich weiß jetzt auch, dass ich auch Heidelberg am Herzen liege, weil sie das für mich machen. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich freue mich sehr. Wir freuen uns, dass Sie da sind und dass Sie Heidelberg besuchen. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und natürlich, dass auch viele Spenden zusammenkommen heute Abend, Olli. Und das heißt auch für uns alle aufrufen, dass Sie spenden für die Kinder in Kenia. Ganz genau. Silke Beikert und Oma Obama, vielen herzlichen Dank.